Hallo! Schaut euch auch Jolante und der Nussknacker an? Ich erzähle euch in diesem Video, wer da eigentlich wer ist. Das ist Jolante. Sie ist blind und eine Prinzessin. Und sie lebt hier. Und zwar gemeinsam mit ihrem Vater, dem König René, und mit den Bediensteten des Königs, die sich gut um sie kümmern. Jolante ist zwar blind, aber das hindert sie nicht daran, sich eine kunterbunte Fantasiewelt auszudenken, in der es einen Nussknacker gibt, eine Zuckerfee und sogar einen siebenköpfigen Mausekönig. Trotzdem ist Jolante unglücklich. Ihr Vater hat ihr übrigens nicht erzählt, dass sie blind ist. Er sorgt sich aber um sie und will, dass sie glücklich ist und sehen kann. Und deshalb sucht er Rat beim berühmten Arzt Ibn Hakia. Und er fragt ihn, wie er seiner Tochter helfen kann und ob das überhaupt möglich ist. Und das ist Robert. Er ist gerade auf dem Weg zum König. Er soll nämlich eigentlich Jolante heiraten, aber er hat sich in eine andere Frau verliebt und das will er jetzt dem König sagen. Und er ist nicht allein unterwegs. Ihn begleitet nämlich sein Freund, der Ritter Vaudemont. Und es kommt, wie es kommen muss. Vaudemont trifft auf Jolante. Was wird passieren, wenn sich die beiden kennenlernen? Wie wird sich Jolantes Welt verändern? Und wird sie sehen können? Das erfahrt ihr in Jolante und der Nussknacker. Bis dann!